Was geht ab, Freunde, der gepflegten Kraftsport- und Steroidunterhaltung? Der Boy hat es ins Fernsehen geschafft. Ja? Heute gibt es ein Reaction-Video für euch. Und zwar haben mich gestern Abend zahlreiche Nachrichten ereilt, dass die ARD, das erste, die heißt es die ARD, ich habe keine Ahnung, wie auch immer, das erste deutsche Fernsehen, mit der Sportschau einen Beitrag über das Thema Doping rausgebracht hat. Und ein kleiner Abschnitt dieses Beitrags beschäftigt sich auch tatsächlich mit mir und dem Thema Dinitrophenol, DNP. Ja? Wir reagieren heute mal auf diese gesamte Dokumentation, Reportage, wie auch immer. Und weil das ganze Video an sich ist ziemlich interessant. Und irgendwann so ab Minute 30 gibt es den Abschnitt über mich. Wen das interessiert, kann einfach vorspulen. Wir gucken uns das Ganze hier mal an und schauen, was die ARD so verzapft hat. Ich habe es mir tatsächlich noch nicht angeschaut. Dementsprechend seid gespannt. Ehrliche Reaktionen gibt es. In der Regel sind ja die Beiträge immer ein bisschen kritisch zu beurteilen. Also, auf geht's, Leute. Auf jeden Fall kriege ich jetzt einen blauen Haken. Ja, ne? Müssen wir gucken. Okay, schauen wir mal. Geheimsache Doping. Dealer. Sie machen das ganz große Geld. Ihre Netzwerke weltumspannend. Oh, Alpha Pharma. Ich hoffe, ihr habt schon ein Alpha Pharma T-Shirt. Und am Betrug im Sport. Dieser Film will Ihnen auf die Schliche kommen. Das ist ein Wundermittel. Millions of pills. 5 tons would fill a shipping container. Man könnte ja fast denken, das ist ein Werbevideo für mein neuestes T-Shirt. There is an organized crime. The investigation involved 42 countries. Smart guys sit in their office and have people doing stuff all over the world. Professional sports and amateur. Intro Game ist auf jeden Fall on fleek. Also ich hoffe, dass mein Kameramann da nachrüstet. Hajo Seppelt. This is Northern Ireland. Das ist Nordirland. Das ist meine Heimat. Schön da. Und hier hat alles angefangen. Mein Name ist John McLaughlin. Ich war Ermittler bei der britischen National Crime Agency. Ich musste schnell in die Welt der Steroide eintauchen. Und ich glaube, ich war viele Jahre lang wie in einem Tunnel. Das ist bisher der größte Fall meines Lebens. Belfast, Nordirland, März 2022. Der ehemalige Polizeiermittler John McLaughlin führt uns dahin, wo alles begann. Vor 9 Jahren. Ich glaube, das ist derjenige, der Alpha Pharma hops genommen hat. National Crime Agency. Da kam die Info, es sind Steroide beschlagnahmt worden. Die sollten an eine Paketfiliale in Belfast gehen. Das ist Mailboxes ETC. Hier sollten Sie hingehen, die 600 Kilo, die am Londoner Flughafen beschlagnahmt wurden. Die Steroide sind etwa 500.000 Pfund wert. Umgerechnet 569.000 Euro. Hierhin adressiert. Dopingmittel, Steroide fürs Muskelwachstum. Viele Tausend. Und das war noch nicht alles.
Wir fanden dann eine weitere Tonne Steroide. Am nächsten Tag noch eine. Insgesamt also 2,5 Tonnen Steroide in unseren Lagerhäusern in Belfast. Seine Ermittlungen in Nordirland, sie hängen zusammen mit einer Geschichte, die in Deutschland spielt. Mit einem Mann, der in der niedersächsischen Provinz lebt. André Böge war lange Zeit Dopingdealer. Boah, den habe ich schon mal gesehen. Ich habe Dopingpräparate verkauft. Und für mich war es normal, Präparate kaufen, verkaufen, eigentlich so der Alltag. Man hatte immer irgendwas da oder ich konnte was besorgen, was einige nicht besorgen konnten. Aber es war schon, man kann sagen, wie eine Sucht. André Böge nimmt uns mit auf eine Tour. Frankfurt an der Oder. Die deutsch-polnische Grenze. Kennt den jemand von euch? Befindet sich der sogenannte Polenmarkt. André Böge ist hier für uns unterwegs. Ah, da wollten wir mal hin. Da nehmen wir euch auch mit. In diesem Laden werden legale Nahrungsergänzungsmittel angeboten. Von Olymp. Aber wie ist es hier mit verbotenen Mitteln, mit Dopingsubstanzen? Hallo. Kann ich verstanden? Ja, klar. Hast du auch vielleicht so schon Mhm, komm mal mit. Ah, der macht unser Video kaputt. Jetzt klaut das ARD schon meine Videoideen. Willst du 500 Stück oder 100? 100. Hab ich. Dianabol für 35 Euro, mit Omnadren zusammen 65 Euro. Und mehr brauche ich erstmal nicht. Okay. 5 Minuten später kommt er wieder. Teurer als in der Türkei. In Deutschland ist alles teuer. Ja. Sag mir, was du kriegst. 65 Euro. Achso, alles gut. Alles verbotene Mittel. Der Preis niedrig, die Herkunft unbekannt. Wir verlassen Slubice und fahren ein paar Kilometer ins Landesinnere. Abseits der großen Straßen. Wir wollen uns den Einkauf mal näher anschauen. Das sieht hier eigentlich total perfekt aus. Ne? Deswegen ist es sehr gefragt in der Szene. Weil es halt sehr nach Apothekenware aussieht. Richtig offiziell, mit Farben, es glitzert, alles steht drauf. Genau. Allein diese Aufmachung ist für viele sehr entscheidend, ob sie es kaufen oder nicht. Was meinen ehemaligen Kunden sehr beliebt war, bin ich immer losgeworden. Das sind aber, glaube ich, die schlechtesten gefälschten Omnadren, die ich je gesehen habe. Sind Einfuhr und Besitz schon kleinster Mengen von Dopingmitteln strafbar. Wir belassen sie daher in Polen. Nehmen nur die leeren Packungen mit. Oh, man sollte auch keine leeren Packungen mitnehmen, tatsächlich. Ich kenne Fälle von Hausdurchsuchungen, wo leere Packungen gefunden wurden. Und es wurde dann quasi davon ausgegangen, dass diese Dopingmittel ja mal besessen worden sind. Und dafür wurden Strafen verhängt. Also auch leere Packungen würde ich nicht mit über eine Grenze nehmen. Kontrolliert wird hier nicht. So hätten wir die Dopingmittel problemlos nach Deutschland einführen können. Dealer, wie André Böge einer war, arbeiten aber auch mit Hintermännern zusammen. Es sind diejenigen, die kaum jemand zu Gesicht bekommt. Die Substanzen in riesigen Mengen herstellen. Und die sie in alle Welt transportieren lassen. Der nordirische Ermittler in Belfast suchte nach ihnen. Im Zusammenhang mit den Dopingmitteln, die sichergestellt worden waren und an diesen Laden gehen sollten, stieß er auf einen Namen. Das Postfach lief auf einen gewissen Josef Warnack, eine Person, die uns nicht bekannt war, die wir nirgends in Europa oder der Welt finden konnten und über die wir nichts wussten. Wer ist der Mann? Ist Josef Warnack einer der Hintermänner? Wenn auf den das Postfach lief, ja, gehe ich mal da stark davon aus, dass es Josef Warnack nicht gibt. Wer macht denn Postfach auf seinen eigenen Namen? Das herauszubekommen für McLaughlin nicht einfach. Er musste zunächst seine Chefs überzeugen, den Kampf gegen Dopingdealer überhaupt ernst zu nehmen. Ermittler weltweit kennen sich aus mit traditionellen Verbrechen wie Kokain, Heroin, Menschenhandel. Steroidhandel ist ein modernes Verbrechen.
Das Risiko für Kriminelle ist gering. Keiner kümmert sich. Sind eben nur Steroide. Dabei geht es um verdammt hohe Profite. Steroide, also Anabolika für den Muskelaufbau und andere Dopingmittel. Verboten für alle, die am sportlichen Wettbewerb teilnehmen. Besitz und Verkauf in vielen Ländern gesetzlich untersagt. Aber viele Millionen Menschen weltweit zeigen Erhebungen, konsumieren Dopingmittel. Besonders häufig im nicht organisierten Sport, etwa in Fitnessstudios. 184 Millionen Mitglieder zählen sie weltweit. Und wie ist es mit Doping im Spitzensport? Manipulation. Seit Jahrzehnten. Olympia und andere Großereignisse, Schauplätze des Sportbetrugs. Auch interessant, ne? Steroide sind ein modernes Verbrechen. Ne? Also ich meine, Steroide werden im Sport seit den 60er Jahren benutzt. Also so modern ist das jetzt auch nicht mehr. Sieger, ergaunerte Medaillen. Viele Medien ignorieren den Betrug und feiern die Betrüger. Ganze Nationen berauschen sich am schönen Schein. Funktionäre und Politiker sonnen sich im Glanze verdächtiger Leistungen. Und die Gedopten riskieren einen hohen Preis. Leberschäden, Depression, Medikamentenabhängigkeit, Stimmvertiefung, extreme Behaarung, Akne, Vermännlichung, abnormer Sexualtrieb, schrumpfende Hoden, Gewalt, das ist besonders schlimm, Schlaganfall, Herzinfarkt, früher Tod. In Kauf genommen von denen, die fleißig für den Nachschub der gefährlichen Mittel sorgen. Paraguay, die Hauptstadt. Ich würde es sehr schön finden, wenn Sie jetzt auch noch mal die Wirkung und Nebenwirkung von Alkohol einblenden. Ja, also oder von Zigaretten zum Beispiel. Es ist halt immer, es ist sehr, sehr scheinheilig, was hier betrieben wird. Aber macht sich natürlich gut. Stadt Asunción, Februar 2023. Wir fahren zu einer Fabrik, die Anabolika produziert. Das ist hier legal. Doch wird auch illegal ins Ausland geliefert? Einer unserer Mitarbeiter soll das undercover herausfinden. Doch man lässt ihn nicht rein. Das ist nämlich das Ding, auch bei Alpha Pharma. Alpha Pharma ist eine legale Firma gewesen oder ist es immer noch, weiß ich nicht, in Indien. Die haben in Indien produziert, die haben dann eine Lizenz gehabt, die haben unter normalen Standards dort Medikamente hergestellt. Das Verbrechen findet erst statt, wenn das quasi in Länder transportiert wird oder geliefert wird, wo es nicht hin darf. Ne? Nein. Der Grund könnte sein, wir waren schon mal hier. 2017 hatten wir uns als Vertreter europäischer Fußballclubs ausgegeben. Damals waren wir willkommen, durften uns umschauen. Es wirkte, als sei alles Hightech hier. Die Produktion, ausgelegt fast ausschließlich für den Markt mit verbotenen Substanzen. Wir sind zum Beispiel in der Lage, pro Monat 100.000 Ampullen Durateston herzustellen. Dazu 45.000 Ampullen Testolant, 15.000 Testenat. Wir fragten den Geschäftsführer, was für Sportler die Firma beliefert. Alle Sportarten, zum Beispiel Leichtathletik. Es gibt auch Leute, die das für Fußballer kaufen, die in höherem Alter weiter Fußball spielen wollen, mit 34, 35 und die schon einige Verletzungen hatten. Der Import der Mittel in die EU ist verboten. Doch hält sich die Firma daran? Anfang 2023 kontaktiert unser Kollege unter einem Vorwand die Firma erneut. Hallo, wie geht's? Ich würde gerne einige Fragen zu Produkten stellen. Und ich würde gerne wissen, ob ins Ausland geliefert wird. Europa und USA. Prompt kommt eine Sprachnachricht. Wir können die ganze Welt schicken, Bruder. Ich habe schon mit Leuten beim nationalen Zoll gesprochen, dass sie mir keine Probleme machen. Von Paraguay aus werden die Endkunden also direkt vom Hersteller beliefert.
Wenn einem der offizielle Vertreter eines Pharmaunternehmens mit Bruder eine Sprachnachricht schickt, dann sollte man vielleicht zweimal drüber nachdenken. Oft ziehen aber ganz andere die Strippen. Einer von ihnen soll Was ich interessant finden würde, wäre, ob es tatsächlich mehr Steroidtote, gibt es überhaupt Steroidtote, das ist eine andere Frage, in Ländern gibt, in denen Steroide legal zu erhalten sind, im Vergleich zu Ländern, wo Steroide verboten sind. Ja. Kommen dadurch mehr oder weniger Leute zu Schaden, wenn man Steroide legalisiert oder nicht? Das wäre mal eine interessante Frage. Oder macht sich nachher nur der Staat die Taschen voll und die Gefängnisse werden voll auf Staatskosten? Josef Warnack heißen. Diesen Namen hatte der Ermittler John McLaughlin entdeckt. Die bisher einzige Spur zu den Dopingmittelfunden in Belfast. Er begann die Untersuchung der beschlagnahmten Substanzen. Und es war offensichtlich, dass es hier nur um einen Hersteller ging. Alpha Pharma. Überall stand Alpha Pharma drauf. Von der Firma? Nie gehört. Klar war aber, Alpha Pharma ist ein Anabolika-Anbieter. Also habe ich in Zeitungsberichten und Handelsregistern geguckt. Die Firma stand mit einem Jakob Sporon Fiedler in Verbindung, ein Däne aus Kopenhagen. Zwei Namen hatte der Ermittler nun. Josef Warnack und Jakob Sporon Fiedler. Was hatten beide miteinander zu tun? In Kopenhagen recherchierten Reporter lange Zeit im Milieu der Bodybuilder. Jeppe Lausen, Brock und seine Kollegen von der Zeitung Politiken. Wie er uns berichtet, waren sie dabei auf den Namen Jakob Sporon Fiedler gestoßen. Angeblich ein lokaler Dealer, der Kraftsportler mit Steroiden versorgte. Im Westen Kopenhagens. Von hier aus. Jakob Sporon Fiedler gründete 2005 die erste Firma namens Alpha Pharma. Hier war sozusagen sein kleines Hauptquartier, zu Beginn seiner Karriere als König des Dopings. Doch als die Reporter hier recherchierten, war Sporon Fiedler verschwunden. Die Geschäftsadresse offenbar aufgegeben. Eine aktuelle Adresse in Dänemark konnten die Journalisten der Zeitung nicht herausfinden. Aber andere persönliche Daten, wie etwa sein Geburtsjahr 1981. Durch all das, was sie recherchierten, formte sich ein Bild. So wie er sein Imperium aufgebaut hat. Ich meine, wenn man eine Firma gründet in Dänemark angeblich, ja, und dann auf die Idee kommt, Steroide zu verkaufen, dann wird derjenige wahrscheinlich nicht so dämlich sein und sich in Dänemark weiterhin aufhalten. Also, keine Ahnung. Macht es den Eindruck, dass er ein cleverer Kerl ist. Alles ziemlich durchdacht. Der hat 500 Millionen Jahresumsatz gemacht. So dumm kann er nicht gewesen sein. Jakob Sporon Fiedler wollte etwas Großes in der Welt werden. In der Welt des Dopings. Die Reporter fanden heraus, der Mann, nach dem sie suchten, war inzwischen ins Ausland gegangen. Der Plan war, eine Firma zu gründen, die Steroide ganz legal herstellen kann, aber für den illegalen Markt in Europa. Bei all ihren Recherchen hatten sie Jakob Sporon Fiedler nie getroffen. Wir hatten das Gefühl, wir haben einen Geist gejagt. Wir hatten nur ein einziges Bild von Jakob Sporon Fiedler. Da war er 16. Ein Jugendbild von Jakob Sporon Fiedler. Des Mannes, der hinter Alpha Pharma stand. André Böge hat diese Dopingmittel in Deutschland verkauft. Der einstige Dealer schwor bei seinen kriminellen Geschäften auf Alpha Pharma, sagt er uns. Diese Produkte hätten ihm hohe Verdienste beschert. Das war auch gefragt von recht vielen damaligen Kunden. Aber natürlich hat man auch versucht, den andere Sachen anzudrehen. Aber die waren meistens so fixiert, weil es auch wirklich gut war und weil sie auch wirklich gewirkt haben. André Böge lebt mit seiner Familie in einer Kleinstadt.
Früher war er Berufssoldat, arbeitete dann für eine Sicherheitsfirma und begann irgendwann ein Doppelleben zu führen. Im Fitnessstudio kam er in Kontakt mit Dopern, dopte bald selbst und bekam mit, dass sich mit dem Verkauf der Mittel Geld verdienen lässt. Er wurde zum Dopingdealer. Wenn ich mir den so angucke, ist er auch aktuell nicht nett hier. Die Substanzen besorgte sich Böge auf dem Schwarzmarkt. Auch im Darknet, einem abgeschotteten Teil des Internets. Da waren Untergrundfirmen, die dann halt ihre Dopingpräparate angeboten haben. Also es gab wenige Medikamente, die man dort nicht bekommen hat. Man konnte alles kaufen. Das Darknet. Ein Insider, der nicht erkannt werden will, lockt sich für uns ein. Alles sei hier darauf angelegt. Es ist auch nicht so schwierig, sich ins Darknet einzuloggen. Dafür brauchen wir einfach nur einen Tor-Browser, den sich jeder Depp downloaden kann. Es ist so geil, wie in so aktuellen Dokumentationen. Es wird immer so getan, als wär das so richtig mythisch. Der Schwarzmarkt für Steroide. Jeder Depp kann da einfach zugreifen, innerhalb von einer Sekunde Google. Angelegt, anonym illegale Geschäfte zu machen, sagt uns der Mann. Erstmal einwählen über eine nicht rückverfolgbare Internetadresse. Man kommt da nur rein, wenn ein anderer quasi für einen bürgt. Wenn du mal Dokumente brauchst, falsche Atteste, Rezepte, Meldebescheinigungen, Führerscheine, Führungszeugnisse, hier kriegst du alles. Und hier bietet einer Knarren an, mit Munition. Und einer hat Kopfgeld ausgesetzt. Das kriegst du, wenn du einen umlegst. Und natürlich ist es eine Riesenapotheke. Testosteron, Nandrolon, Trenbolon. Massenweise Dopingmittel. Und dann auch noch billiger als im Straßenverkauf. Das lohnt sich wirklich für viele. Leute mit ähnlichen Interessen. Hier fand André Böge sie. Hatte Kontakt mit Verkäufern und Kunden aus dem Dopingmilieu. In Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg. Wie viele waren da unterwegs? Im Tausenderbereich. Und fühlten Sie sich da sicher? Für mich war es normal. Das ist wie als hätte ich bei Amazon bestellt. Und der Weiterverkauf dieser Mittel hatte sich für André Böge richtig gelohnt. Also wenn man hier zum Beispiel das T3, ein Schilddrüsenhormon, nimmt, das kostet im Durchschnitt im Internet oder auch von meinen Kollegen, die ich damals hatte, um die 40 Euro. Ich hatte sie für 4 bis 7 Euro eingekauft und hatte dementsprechend bis zu 10-fachen Gewinn vom Einkaufspreis. Sie haben gut verdient. Ja. In guten Phasen waren es in der Woche bis zu 3.000 Euro. Nur an Gewinn, den ich hatte. Kann auch manchmal mehr gewinnen. 3.000 Euro in der Woche, sein Höchstgewinn, also 12.000 Euro im Monat. Ich gehe mal stark davon aus, dass der André im Knast gelandet ist. Und es sieht auch nicht so aus, als hätte er davon noch viel behalten. Ist die Frage, ob sich das gelohnt hat. Mehr gewesen sein. Alles schwarz. Nicht machen. Unversteuert, genau. Und schwarz. Alles illegal. André Böge, 38 Jahre alt. Einer von vielen in diesem Geschäft. Dabei war er nur ein kleines Rad in einem großen Getriebe. Die Hintermänner. Sie können Dealer wie Böge mit einer riesigen Auswahl illegaler Präparate versorgen. Auf der Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agentur stehen rund 250 Wirkstoffe. Auch solche, die in Substanzen von Alpha Pharma stecken. Polizeiermittler McLaughlin suchte weiter nach den Männern, die mit dieser Firma in Verbindung standen. Josef Warnack und Jakob Sporun-Fiedler. Von ihm wusste er immerhin die Staatsangehörigkeit, dänisch. Der Ermittler hinterließ bei den Behörden in Großbritannien einen Vermerk. Sobald seine Kollegen von einer Einreise erfuhren, sollten sie ihn benachrichtigen. Jakob Sporun-Fiedler war nie verhaftet worden. Wir hatten keine Fotos von ihm. Dann kam der Hinweis, dass er in einem Flieger von Singapur nach England sitzt. Also habe ich ein Überwachungsteam zum Flughafen geschickt. Flughafen London Heathrow, Januar 2015.
Die Polizisten gingen diskret vor, informierten hier nicht einmal die Grenzbeamten. Hinter der Passkontrolle wollten sie sich an Sporon Fiedlers Fersen heften. Allerdings hatten sie nur eine sehr vage Beschreibung. Ein Ex-Bodybuilder. Das war so ein richtiger Fettsack. Erst später wurde klar, er sah gar nicht mehr aus wie ein Kraftsportler. So fiel er nicht auf. Jakob Sporon Fiedler lief an ihnen vorbei, ohne dass sie es mitbekamen. Dann schauten wir nach, ob und wann sein Pass bei der Einreise gescannt worden war. So erkannten wir ihn und hatten durch die Videoüberwachung endlich eine Aufnahme von Jakob Sporon Fiedler. Das erste aktuelle Bild. Ob der Däne ahnte, dass ihn die Polizei im Visier hatte? Als Kontaktpersonen unter Verdacht gerieten, erhärteten sich die Indizien. So hatte die Polizei bald genug in der Hand, Sporon Fiedler festzunehmen. Einige Wochen später befand er sich wieder an Bord eines ankommenden Flugzeugs. Früh am Sonntag rief man mich an, dass er wieder in einem Flieger nach London sitzt. Ich sprang aus dem Bett und machte mich auch auf den Weg nach London. Die Polizei ging noch auf dem Rollfeld an Bord. Er saß auf seinem Platz. Wir sagten, Sie sind verhaftet wegen illegaler Steroideinfuhr. Er sagte, ich bin etwas schockiert. Offenbar nicht schockiert genug, den Laptop zuzuklappen und so die Daten darauf zu verschlüsseln. Die Daten auf dem Laptop. Die Polizei kam nicht mehr heran. Sporon Fiedler wurde als Verdächtiger erfasst. Er behauptete im Verhör, er sei unschuldig. Sagte, die Alpha-Pharma-Präparate habe er zwar produzieren lassen, aber im Ausland, somit legal. Mit der illegalen Einfuhr ins Vereinigte Königreich habe er nichts zu tun. Die Polizei... Das wird ja wahrscheinlich auch sein Plan gewesen sein. Er wird ja nicht mit seinem offiziellen Namen eine Firma gegründet haben und offiziell als Besitzer von Alpha Pharma aufgetreten sein, was er ja getan hat. Und dann davon ausgehen, dass man ihn dafür belangen kann, dass die Substanzen in die EU geliefert werden. Ne? Dafür wird es ja wahrscheinlich jemand anders gegeben haben. Und ich gehe mal davon aus, dass sie einfach die Kette zurückverfolgt haben und das ihm dann irgendwie in die Schuhe stecken konnten. Ich gehe nicht davon aus, dass der so dämlich war und das sehr offensichtlich auf ihn zurückverfolgbar gemacht hat. Tai konnte ihm nichts nachweisen, musste ihn gehen lassen. Sie behielt den Laptop und sein Telefon. Ja, das ist immer kritisch. Telefon sollte noch eine wichtige Rolle spielen. Mhm. Das glaube ich. Jakob Sporon Fiedler war ein freier Mann. Von Josef Warnack fehlte noch immer jede Spur. Und dann war der nächste Fehler, den der Herr Jakob Sporon Fiedler gemacht hat, dass er nochmal eingereist ist. Ich meine, wenn man dann schon weiß, dass die dein Telefon haben, wo sie reinkommen und dein Laptop, der wird ja wissen, was da drauf gewesen ist. Keine Ahnung, aber Leute sind auch einfach blöd. Und Alpha Pharma lieferte weiter. Die britischen Strafverfolger schienen machtlos zu sein. Wie in anderen Fällen. Dabei geht der Kampf gegen Doping-Hintermänner längst über nationale Grenzen hinaus. Den Haag in den Niederlanden. Die Zentrale von Europol. Die Polizeibehörde koordiniert die Kriminalitätsbekämpfung in der Europäischen Union. Speziell geschulte Fahnder arbeiten im Bereich Dopingbekämpfung. Kommen aus vielen Teilen Europas. Der Italiener Sergio Tirro und seine Kollegen stellen eine besorgniserregende Entwicklung im Anabolika-Handel fest. Tirro sagt uns, wie gefährlich die Strukturen dahinter sind. Die organisierte Kriminalität steckt hinter dem illegalen Handel mit Hormonen, also anabolen Steroiden, für das Doping von Profis und Amateuren. Die Zahl der Beschlagnahmungen in der EU hat zugenommen, um 15-20%. 2021 konnten 33 Banden im Bereich der organisierten Kriminalität zerschlagen werden. 2022 waren es schon 59. Die Verfolgung des Dopingmittelhandels, sie nimmt weltweit zu. Es habe in mehr als 30 Ländern Razzien gegeben. Okay.
Razzien. Das ist auch geil, das ist ja im Endeffekt, klar, Steroide sind verboten, aber das ist ja wie, keine Ahnung, wie versuchen, Wasser mit den Händen aufzufangen, weil das Problem liegt ja in dem Fall dabei, dass die Herstellung von Steroidrohstoffen in China legal und nicht reguliert ist. Dementsprechend wird es immer weiter Steroide produziert und es gibt unendlich viele Länder, in denen Steroide einfach legal sind und produziert werden. Ja, was nützt es, die Händler in den Ländern, wo es verboten ist, zu fangen, wenn ja Unmengen an Steroiden einfach immer nachkommen? Ne? Es bringt genau gar nichts. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass jetzt 2023 werden wahrscheinlich noch mehr Dopingmittel gefunden werden und 2024 werden noch mehr Dopingmittel gefunden werden, wenn sich an dieser Gesetzeslage nichts ändert. Ja, also das hat bei Drogen schon nicht funktioniert, das hat bei Cannabis nicht funktioniert, deswegen wird Cannabis jetzt übrigens legalisiert, ja, vielleicht mal ein kleiner Denkanstoß. Das hat noch nie funktioniert, das hat in der Prohibition nicht funktioniert mit Alkohol, deswegen ist Alkohol jetzt legal, das hat noch nie funktioniert. Aber es ist halt einfach vor allen Dingen eine Geldmacherei. Ja. Auf allen Kontinenten. Tonnenweise Beschlagnahmungen von Dopingmitteln. Immer wieder Festnahmen. Und offenbar ein Milieu, in dem Gewalt zum Geschäft gehören kann. Das Dealen mit Dopingmitteln für Spitzen- und Amateursportler. Ein weltumspannendes Geschäft. China ist der führende Produktionsstandort. Von hier kommen die meisten Rohsubstanzen. Indien, bedeutendster Akteur in der Weiterverarbeitung der Stoffe. Auch in anderen Regionen der Welt werden die Substanzen in großen Mengen hergestellt. In Russland. In Südosteuropa. Und Lateinamerika. Die Hauptabsatzmärkte sind Nordamerika und Europa. Auf der Basis von Expertenerhebungen hochgerechnet werden pro Jahr 15 Milliarden Euro mit Dopingsubstanzen umgesetzt. Und es gibt einen neuen Trend. Die Kriminellen haben ihr Verhalten umgestellt. Von der Einfuhr von fertigen verbotenen Mitteln zum Schmuggel von Rohstoffen. Die werden dann in der EU in einem illegalen Labor zusammengebraut. Einer dieser Kriminellen war André Böge. Der Dealer aus Niedersachsen ließ Dopingmittel aus Rohstoffen auch in einem Untergrundlabor herstellen. Von einem Koch, wie es in der Szene heißt. Der Koch, der hat alles besorgt und der hat mir dann auch die Rohstoffe hier zu mir schicken lassen. Die habe ich entgegengenommen, hatte sie bei mir gelagert und habe sie dann weitergeschickt, damit sie dann verarbeitet werden konnten. Von dem Koch, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Untergrundlabore mitten in Deutschland. Wir fahren in eine Kleinstadt, sind mit jemandem verabredet, der bereit ist, uns einen Einblick zu geben. Hier wird uns heute gezeigt, wie Dopingmittel hergestellt werden. Wer unseren Alpha Pharma Trailer gesehen hat, der weiß ja, wie das funktioniert. Sie Marke Eigenbau. Der Mann hat als Dopingkoch gearbeitet, möchte nicht erkannt werden. In Grundzügen führt er uns vor, wie es abläuft. Wir zeigen nur Teile davon. Synthetisches Testosteron zum Spritzen. Ein halber Liter. Kann man dann für 3000 Euro verkaufen. Ich brauche Benzylbenzoat. Hochdosiert ist das ein Nervengift. Dazu hochkonzentrierter Alkohol und ein Trägeröl. Als letztes kommt Steroidrohstoff hinzu. Der ist aus China. Dann erhitzen, aufrühren und filtern. Danach sofort verfüllen. Und im letzten Schritt packe ich die Ampullen in den Ofen. Bei 70 Grad 20 Minuten. Damit das künstliche Testosteron haltbar bleibt. Köche wie er sind zumeist leicht.
mit 70 Grad macht man natürlich Steroide haltbar. Genau. Weil bei 70 Grad auch irgendwas abstirbt, nicht. Ermittler in Europa heben immer mehr so. Aber es ist tatsächlich so, für die Leute, die das nicht wissen, Steroide herstellen ist tatsächlich ein ziemlich einfacher Prozess. Und im Endeffekt wird euer Öl, euer Lösungsmittel, hier in dem Fall richtig benannt Benzylbenzoat und Alkohol, das ist dafür da, damit es steril ist, nicht die 70 Grad im Ofen, zusammengekippt, erhitzt und dann wird das Ganze gefiltert und dann kommt ein Deckel oben drauf und herzlichen Glückwunsch, das sind eure Steroide. Viel mehr wird damit in der Regel nicht gemacht. Immer mehr solcher Dopingküchen aus. If you see. Schaut man sich die Hygienebedingungen an, unter denen diese Mittel hergestellt werden, erkennt man sofort, wie gesundheitsgefährdend das ist. Und die produzieren in ihren illegalen Laboren ja keine kleinen Mengen, sondern Millionen von Pillen und Fläschchen. Fragwürdige Substanzen. Damit hat auch André Böge seine Geschäfte betrieben. Etwa mit Dinitrophenol, kurz DNP. Ich glaube, jetzt kommt der Part. Im Bodybuilding-Bereich oder im Sportbereich wird es ausschließlich zur Fettverbrennung genommen. Und meine Quelle war ein Bodybuilder und der hat sie dann im Untergrundforum verkauft. DNP ist auch für Max Madsen ein großes Thema. Madsen ist Bodybuilding-Influencer. Hunderttausende klicken seine Videos auf YouTube, TikTok und Instagram an. Böge behauptet, dass auch solche Influencer zu seinen Kunden zählten. Für Max Madsen ist DNP eine Art Wundermittel. Extrem effektiv. Ihr könnt mit DNP ein halbes oder sagen wir mal 0,3 bis zu einem Kilo Fett am Tag, das wären 7 Kilo. Ja, Kilo Fett ist schon wirklich abenteuerlich, ne? Aber es bleibt nachher ein Rechenbeispiel. 1000 Kalorien verlieren. Schönen Gruß übrigens an meinen Kameramann. Das ist das gottloseste Objektiv ever. Ja, ich wiege auf diesem Videoausschnitt, den ihr da seht, wiege ich 135 Kilo und ich sehe einfach aus, als hätte ich ein Jahr lang durchgehend DNP genommen. DNP. Die Kapseln mit dem Pulver, das der Fettverbrennung dienen soll. Artverwandt mit einem Unkrautvernichter, der lange Jahre auf Feldern versprüht wurde. Hochgiftig. Deshalb seit 25 Jahren in der EU verboten. DNP ist offenbar trotzdem bei Dopern sehr gefragt. Todesfälle aktenkundig. Doch selbst wenn den Konsumenten die hohen Risiken bewusst sind, scheinen sie nicht davor zurückzuschrecken. Wenn man DNP überdosiert, dann überhitzt der Körper und man verreckt ganz jämmerlich daran. Sollte euch das passieren, dann werdet ihr ins Krankenhaus eingeliefert. Die können euch auch nichts geben. Die schneiden euch dann auf, legen euch Kühlpacks an die Organe. In der Hoffnung, euch noch ein bisschen runterkühlen zu können. In aller Regel funktioniert das nicht mehr und dann geht ihr hops. Allerdings habe ich in Vergangenheit DNP schon öfter benutzt. Richtig. So, bin ich jetzt wahnsinnig, dass ich das gemacht habe? Nein. Nein. Wer sich mit DNP umbringt, ist einfach selber doof. Der hat einfach zu viel genommen. Die sind alle so in ihren Wahn. Das stimmt auch. Ich stehe auch tatsächlich immer noch nach wie vor zu diesem Video. Wer braucht DNP? Kein Mensch braucht DNP. Aber wie, kein Mensch braucht Steroide, kein Mensch braucht leistungssteigernde Mittel überhaupt. Ne, darum geht es nur. Der Punkt, den ich mit DNP immer machen möchte, ist die Relation zu anderen Fettburnern, die in der Bodybuilding-Szene verharmlost werden. Ja, es ist angesehen, relativ normal, Clenbuterol zu benutzen. Es ist normal, von Untergrundlaboren T3 zu benutzen. Das sind zum Beispiel Stoffe, die werden in Mikrogramm dosiert. Ja? Wenn da jetzt euer Dealer oder euer Produzent oder sonst wer, ja, ein bisschen falsch auf die Waage guckt, dann habt ihr auf einmal die hundertfache Menge in so einer Kapsel und daran verreckt ihr genauso jämmerlich. Ne? Wenn man sich jetzt mal die letzten 10 Jahre, das kann man nachschauen, man kann mal in die letzten 10 Jahre schauen, wie viele Leute an DNP gestorben sind und wie viele Leute an der Überdosis Clenbuterol gestorben sind, dann ist halt diese Verteufelung von DNP, natürlich ist das Zeug schlimm, ja, aber es ist tatsächlich ziemlich gut erforscht, auch wenn das hier ein bisschen anders dargestellt wird, dann sind die Nebenwirkungen von DNP, wenn man das dementsprechend ans Körpergewicht angepasst, vernünftig dosiert, nicht
tragischer, als sie von irgendwelchen anderen Fettburnern sind. Das ist der ganze Punkt in diesem Video. Mir ging es in diesem Video nur darum, dass im Endeffekt DNP generell so verteufelt wird und andere Dinge verharmlost werden. Man kann sich kollektiv darauf einigen, dass DNP auch eine beschissene Sache ist. Es ist aber nicht schlimmer als viele andere Dinge. Und meiner Meinung nach ist es tatsächlich mit Hirn angewandt sogar deutlich weniger schädlich als der ein oder andere Fettburner. Ja? Optimalerweise lässt man die Finger komplett davon, aber es geht ja nun mal um Aufklärung und nicht um Du-Du-Du. Und dementsprechend muss man das auch vernünftig darstellen. DNP ist in den 30er Jahren hatte das eine Zulassung, das hatte in den 50er Jahren eine Zulassung. Es gibt zig Studien, Humanstudien zu DNP. DNP ist tatsächlich momentan sogar in aktuellen klinischen Studien dabei als Medikament gegen Fettleber getestet zu werden. Also DNP ist immer noch eine Substanz, die für die aktuelle Schulmedizin interessant ist. Ne? Und sich jetzt hinzustellen und sagen, dass DNP ein unkontrollierbares Risiko darstellt, ist einfach falsch. Natürlich kann eure Kapsel kann immer noch überdosiert sein, da kann mehr DNP drin sein. Es ist nicht ganz bekannt, wie lange DNP im Körper wirkt. Es gibt immer noch eine Kumulierung. Das sind alles Punkte, die ich in diesem Video darauf hinweise. Nichtsdestotrotz ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Kapsel, in die 500 Milligramm reinpasst, mehr als 500 Milligramm drin sind, nicht gegeben. In einer Kapsel oder in einer Tablette Clenbuterol, ja, da sollten 20 Mikrogramm drin sein. Es passen aber auch 2 Milligramm rein. Das ist die, jetzt will ich keinen Scheiß sagen, aber ich glaube die 200 oder 2000-fache Menge, wie auch immer, nichtsdestotrotz, da ist das Risiko bei Untergrundware viel, 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 viel höher. Und alle Fälle, die bekannt sind von Leuten, die an DNP sterben, sind nachweislich einfach überdosiert. Es gibt keinen Fall, wo jemand an 200 Milligramm DNP gestorben ist. Dass wir das unterdrücken, die Gefahr. Obwohl man weiß, wie gefährlich DNP ist. Wie fühlten Sie sich, das weiterzuverkaufen? Normal, ich habe es nicht als abstoßend gesehen. Ich habe mal davon abgesehen, ist, glaube ich, sogar der Konsum und der Besitz von DNP keine Straftat. Also der liebe André, wie auch immer er heißt, ist hier mit Sicherheit nicht für DNP verknackt worden. Ich habe das an die verkauft. Polizeiermittler John McLaughlin ging davon aus, dass auch die beiden Männer, zu denen er ermittelte, keine Skrupel kannten. Der bisher Unbekannte Josef Warnack und Jakob Sporon-Fiedler. Null Rücksicht auf Gesundheit. So sieht's aus. Kein Wort dazu. Nur das Geschäft. Ware, verschicken, Geld. Sonst nichts. McLaughlin versuchte nun, alle Puzzleteile in diesem Fall zusammenzusetzen. Er wertete Aufnahmen. Ja, also das ist so moralisch so verwerflich. Genau wie jemand, der Zigaretten verkauft. Aufnahmen von Überwachungskameras aus. Von dort, wo Sporon-Fiedler ein- und ausging. Da, wo seine Kollegen in einem Container ein Untergrundlabor entdeckt hatten, gleich 4 Personen festnahmen. Und schließlich gelang der Durchbruch. Spezialisten entschlüsselten die Daten auf Sporon-Fiedlers Telefon. Das BlackBerry war das goldene Ticket für uns. Darauf waren die Beweise, um Sporon-Fiedler mit den Lieferungen in Verbindung zu bringen. Er war nicht nur wahr. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Also, sie werden ihm dann quasi hinterrücks auf die Schliche gekommen sein, dass sein öffentliches Auftreten, das wird ihm nicht zum Verhängnis gegangen sein. Nur Warenlieferant, er kontrollierte die Lieferkette. Ein Hintermann war also überführt. Die entschlüsselten Daten zeigten, wie Sporon-Fiedlers Firma Alpha Pharma arbeitete. Es ging um riesige Mengen an Dopingmitteln, um schnellstmögliche Lieferungen, wie ein Chatverkehr auf dem Smartphone zeigt. Sporon-Fiedler sagt: Ich muss 4 Tonnen pro Monat verschicken. Wie kriegen wir das hin? Ein Komplize mit dem Namen Kostja antwortet: 1 Tonne pro Sendung. Und Sporon-Fiedler schreibt: Ja, aber versuch bitte, die Lieferzeit auf 1 Woche zu reduzieren. Der Polizei gelang es nun, die gesamte globale Lieferkette zu rekonstruieren. Registriert war die Firma Alpha Pharma in Indien. In großen Mengen wurden die Dopingsubstanzen von hier aus verschickt.
nach Singapur. Der Stadtstaat hat einen Freihafen mit laxen Zollbestimmungen. Hier ließ Sporon Fiedler Inhalt und Herkunft seiner Sendungen mit falschen Etiketten verschleiern. Und die Ware ging weiter Richtung Westen. Deutschland, Flughafen Frankfurt am Main. Die Dopingmittel landeten im Transitbereich, denn als Endziel war eine Adresse außerhalb der EU angegeben. Zollkontrollen somit seltener. Die Masche hier? Arbeiter der Transportfirma waren von einem Komplizen Sporenfiedlers geschmiert worden. Die Männer nahmen die Dopingsubstanzen aus den Kartons und füllten diese stattdessen mit wertlosem Zeug. Die Dopingmittel wurden in andere Kartons verpackt, rausgeschmuggelt und an lokale Dealer oder Endverbraucher in der EU geliefert. Unter anderem dahin, wo John McLaughlin den Verdächtigen Sporon Fiedler und Josef Warnack auf der Spur war. Nach Nordirland. Diese Waren gingen ins Vereinigte Königreich an Postfächer, die Sporon Fiedler kontrollierte. Der Papierkram zum Postfach in Belfast ging auf den Namen Josef Warnack zurück. Josef Warnack. Das Rätsel um diesen Namen und die Dopingmittellieferungen an diese Adresse in Belfast löste sich. Daten und Dokumente zeigten, Josef Warnack war nur ein Tarnname. Na Mensch, wer hätte das gedacht? Aber man muss natürlich wirklich den Hut ab für diese Dokumentation lassen. Ich finde, bis hierhin ist die wirklich sehr, sehr gut recherchiert. Ne? Ich finde, Sie haben meinen Beitrag haben Sie ziemlich aus dem Kontext gerissen und ich stehe da nicht übermäßig gut da, das muss man schon so sagen, ne? Wenn man aus einem halben Stunden-Video halt eine Minute rausschneidet und die Aussagen so hintereinander schneidet, dass es halt so klingt, wie es da klingt, kann ich schon verstehen, gibt natürlich Klicks, aber was man den Jungs von der ARD lassen muss, sie haben auf jeden Fall stabile Trainingsausschnitte von mir genommen, wo ich wirklich gut aussehe. Sporon Fiedler, JSF, ein und dieselbe Person. Oh. Nach 5 Jahren Ermittlungen kam es in London 2019 zur Anklage. Was ich schade finde, warum haben die mich denn eigentlich nicht gefragt? Mich hat ja keiner gefragt, ob ich da vielleicht mal selber Stellung zu beziehen würde. Ich hätte den da auf jeden Fall, also ich meine, die haben da halt so einen verurteilten Dealer, der mir so bekannt vorkommt. Ich glaube, ich habe den schon mal auf irgendeiner Meisterschaft gesehen. Genommen, der da frei rausplappert, aber der hat auch tatsächlich keinen Blödsinn geredet. Ne? Das, was er da sagt, ist so, wie das in der Regel auch abläuft. Aber ich hätte denen da auf jeden Fall besseren Input geliefert. Sollen sich melden? Ja, also meldet euch. Und wenn ihr das nächste Mal meine Videos benutzt, könnt ihr auch zumindest mal vorher fragen. Ne? Der Strafgerichtshof Old Bailey fällte das Urteil. 5 Jahre und 4 Monate Haft für Jakob Sporon Fiedler. Aber führt diese Strafe... Der kriegt 5 Jahre... Und 4 Monate dafür, dass sie nachgewiesenerweise, ich glaube, 500 Millionen im Jahr umgesetzt haben. Also und es gibt Leute, die gehen in den Knast für 4, 5 Jahre, ne, weil die mit, keine Ahnung, 2, 3 Bestellungen irgendwo hops genommen wurden. Aber führt diese Strafe dazu? Also so viel konnte man ihm wahrscheinlich nicht nachweisen. Chef zurückziehen wird? In der Regel schließen schnell andere, große oder kleine Dealer die Lücken. Manche gehen sogar noch höhere, persönliche. Also mal als Vergleich, ne? Ben hat, glaube ich, 4 Jahre bekommen oder 5 Jahre bekommen und ist nach 3 Jahren draußen gewesen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der keine 500.000 gemacht hat im Jahr. Keine halbe Milliarde. Dann nämlich, wenn sie selbst wie Süchtige an der Nadel hängen. Dopen und Dealen. André Böge wurde beides zum Verhängnis. Um den Knast ist er zwar herumgekommen, kam mit einer Geldstrafe davon. Aber er wurde krank, weil er selbst viel spritzte und schluckte.
Deshalb muss Böge regelmäßig zum Arzt, zum Hormonspezialisten. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich habe einen Termin. Ja, wie ist denn Ihr Name? Böge. Dann bekommen Sie noch 3 Seiten zum Ausfüllen. Dafür können Sie sich im Wartebereich sehen. Okay, das ist natürlich nicht witzig, ne? Aber jeder, der jahrelang Steroide nimmt, kann ja davon ausgehen, dass seine eigene Hormonproduktion nicht mehr funktioniert. Genau wie bei den allermeisten Leuten ab 35 sowieso der Testosteronspiegel nicht mehr im Normalbereich ist und eine Testosteronersatztherapie gemacht werden sollte. Und genau dasselbe wird hier auch der Fall sein. Sein Körper hatte die natürliche Hormonproduktion zwischenzeitlich nahezu komplett eingestellt. André Böge lebt mit der Angst, dass seine Schilddrüse und Leber nicht mehr lange funktionieren. Und er ist zuckerkrank. Nach langjährigem Konsum von Anabolika und anderen Substanzen. Deshalb betreiben wir Aufklärung, ne? Damit so eine Scheiße nicht passiert. Es wird jetzt ein bisschen kühl und glibberig, bitte nicht erschrecken. Der Hormonspezialist untersucht André Böge gründlich. Es zeigt sich hier, wie weitreichend die Konsequenzen des Dopings bei ihm sind. Verursacht durch die verringerte körpereigene Produktion des Hormons Testosteron. Und nur damit Sie das einmal auch so vom Größenvergleich her sehen können. Also Ihre beiden... Du kannst das leider nicht sehen, aber er hat jetzt eine Kette und zeigt, wie groß seine Eier sind. Beiden Hoden befinden sich ja größenmäßig etwa in diesem Bereich. Rechte Seite zwischen 4 und 5 Milliliter, linke Seite 6 Milliliter. Und so mal zum Größenvergleich. Normalerweise haben Männer irgendwo ein Hodenvolumen um die 20 Milliliter. Und das ist einfach die Auswirkung der Substanzen, die eben dazu geführt haben, dass ihre Hoden nicht mehr gebraucht wurden. Und ja, und jetzt kriegt er eine Hormonersatztherapie und seine Eier sind immer noch klein. Größe verlieren mussten. Geschrumpfte Hoden. Die Folge davon, die Spermienproduktion ist stark eingeschränkt. Ein komisches Gefühl, dass man das jetzt so bildlich gesehen hat. Ich habe mich so gesehen dann selbst kastriert, auf gut Deutsch gesagt. Und so spritzt er sich wieder Testosteron. Wie jedes Mädchen, was die Pille nimmt mit 14. So, das ist so, es wird hier, Dinge werden hier so dramatisch dargestellt. Und ich finde, das finde ich schade, dass da nicht mal jemand mit dazugezogen wurde, der quasi die andere Seite der Medaille erklärt. Weil im Endeffekt werden Leute werden verdummt, wenn sie das schauen. Kein Mensch heißt den Gebrauch von anabolen Steroiden gut, ja? Aber es sollte so dargestellt werden, wie es auch tatsächlich ist. Jetzt muss er es, sagt er, weil sein Körper das lebenswichtige Hormon nur noch eingeschränkt selbst produziert. Wer sich Anabolika einwirft und sich vorher nicht über die Nebenwirkungen schlau macht, ist ja dumm. Wir leben im Informationszeitalter. Jeder kann heutzutage sich schlau machen, was in seinem Körper exakt passiert, wenn er die Hormone einnimmt. So, und wer mit dem Risiko, wer sich des Risikos bewusst ist, dass seine Hoden schrumpfen werden und seine körpereigene Testosteronproduktion aufhört und es dann trotzdem macht, ist ja sein gutes Recht, ist ja seine freie Entscheidung als Mensch, das zu nehmen. Ja, es ist auch meine freie Entscheidung, mir eine Schachtel Kippen am Tag reinzuhauen und das Lungenkrebsrisiko zu erhöhen. Na? Da sagt ja auch nicht einer nachher, oh mein Gott, der hat Lungenkrebs bekommen, obwohl er jeden Tag 2 Schachteln Kippen geraucht hat. André Böge sagt, er dealt nicht mehr. Doch was ist mit Jakob Sporon-Fiedler? Das ist tatsächlich interessant. Der ist nämlich wieder draußen. Mumbai, Indien. Hier soll sich der dänische Großdealer nach seiner vorzeitigen Haftentlassung aufhalten. Die Megametropole ist einer der Dreh- und Ja, in London würde ich mich nicht mehr aufhalten in nächster Zeit. Angelpunkte des globalen Dopingmittelhandels. Wer hier eine Lizenz hat, darf Herstellung und Handel legal betreiben. Innerhalb Indiens. Sporon Fiedler hatte von hier aus Dopingmittel illegal exportiert. Etwa nach Europa. Geht er hier jetzt wieder kriminellen Geschäften nach? Wir versuchen ihn ausfindig zu machen. Die Firma von Sporon Fiedler, Alpha Pharma, ist in diesem Gebäude angesiedelt. Krass. Die kommen hier nicht rein. Die gibt's tatsächlich noch. Kein Zutritt. Ein indischer Informant gibt uns einen Tipp. An dieser Wohnadresse sei der Mann, der durch Dopingmittelhandel Multimillionär wurde, gemeldet. Wir drehen mit versteckter Kamera. Am Empfang gewährt man uns. Meinst du, die haben auch so eine geile Brille gehabt wie wir in der Türkei? Gewährt man uns Einblick.
Hier wohnt tatsächlich ein Jakob Fiedler. Die Qualität der Aufnahme lässt darauf schließen. Wir treffen ihn nicht an. Und die Kamerapositionierung lässt auch, die haben tatsächlich so eine Brille aufgehabt. Männern, die im Verdacht stehen, auch mit zwielichtigen Dopinggeschäften zu tun zu haben. Haben Sie etwas von Sporen Fiedler gehört? Wir haben 10 Jahre für Alpha Pharma produziert. Für Jakob. Er musste ja dann in den Knast. Aber aus seinen Fehlern hat er gelernt. Der kennt jetzt wirklich alle Tricks. Nun versuchen wir, anders an Sporen Fiedler ranzukommen und rüsten unsere indische Mitarbeiterin mit der versteckten Kamera aus. Finden einen örtlichen Helfer, der sie ins Gebäude von Alpha Pharma schleust. Okay, die Jungs haben sich wirklich Mühe gegeben. Und tatsächlich, einer der gewieftesten Hintermänner des Dopings erscheint persönlich. Jakob Sporen Fiedler. Ey, ich bin mir ziemlich sicher, dass nach dieser Doku die Preise für Alpha Pharma richtig durch die Decke gehen, weil die sehen, dass es die Jungs tatsächlich noch gibt. Ich dachte, die sind vom Markt. Unsere Mitarbeiterin behauptet, dass sie für Sportmanager aus Deutschland Dopingmittel kaufen will. In großen Mengen für Athleten. Nach kurzer Bedenkzeit willigt er ein. Und ist damit einverstanden, auch mit den Managern aus Deutschland persönlich zu sprechen. Die angeblichen Manager sind wir. Sporen Fiedler empfängt unsere Kollegin ein zweites Mal. Wir werden nun per Telefon zugeschaltet. Haben wir es geschafft, sein Vertrauen zu gewinnen? Hi. Hello, hi. We heard that Alpha Pharma has a very good reputation. It is a bigger amount, but we are interested in. So the question is, how would it work? So Alpha Pharma is, you know, we are almost 20 years in this business now. We are manufacturing around, I don't know, 80 different anabolic steroids nandrolone and oxandrolone and testosterone. It's just a few of those. Where do you want it delivered? In Europe. Okay. Yeah, I mean, I'm sure it's possible with the right connections, so. Yeah. So, what I suggest is that we can provide an agent that can facilitate it, and you know, you let me know what the actual quantities are. Would Bitcoin work for you? Yeah, sure. That's crypto is not an issue. Unsere vorgetäuschte Geschäftsbeziehung mit der Firma von Sporen Fiedler hat also begonnen. Bevor wir die Stadt verlassen, bestellen wir eine Probelieferung bei Alpha Pharma. Mich würde interessieren, wann das gefilmt wurde. Sie trifft kurze Zeit später in Berlin ein. Im Paket enthalten Anabolika von Alpha Pharma. Auffällig, die Sendung kommt nicht aus Indien, sondern aus Dänemark. Betreibt die Firma des Dänen oder ein Komplize von ihm ein illegales Dopinglager in Europa? Der Versand nach Deutschland oder der Besitz selbst geringer Mengen solcher Mittel ist in Deutschland strafbar. Und alle, die jetzt gucken, ob ihr Alpha Pharma genauso aussieht, weil das scheint ja offensichtlich die aktuelle Verpackung zu sein. Oh Leute, ich glaube, ihr wisst überhaupt nicht, was ihr mit dieser Doku angerichtet habt. Also ihr habt wahrscheinlich erstmal alle Alpha Pharma Fakes, die so im Umlauf sind, gekillt. Ihr habt meinen T-Shirt-Verkauf gekillt, weil ich dachte, das Lab gibt es gar nicht mehr. Und jetzt muss ich mir Sorgen machen, dass ich eine Abmahnung von Alpha Pharma kriege, weil ich deren Logo benutzt habe. Herzlichen Glückwunsch, danke dafür. Und alle sind wieder geil auf Alpha Pharma. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich schwöre euch, ihr habt mit dieser Doku mehr Schaden angerichtet, aber euch geht es ja sowieso nur darum, dass ihr auch ein bisschen Klicks und Aufmerksamkeit bekommt, als dass ihr damit tatsächlich irgendetwas erreicht habt. Oh, kritisch. Sporen Fiedler wird jetzt offenbar ein ganz großes Geschäft. Von der E-Mail-Adresse, die wir in seinem Büro in Mumbai erhielten, bekommen wir nun Anabolika in riesigen Mengen angeboten. Alle verboten. Kostenpunkt insgesamt $397.500, fast €375.000. Man verlangt Vorkasse. Lieferung aus der EU, größtenteils. Denn einen Teil der Ware, heißt es, müsse man importieren.
Unsere Recherche belegt den Verdacht. Einer der führenden Hintermänner des weltweiten Dopinghandels macht genau da weiter, wo er wegen seiner Gefängnisstrafe aufhören musste. Mit dem kleinen Unterschied, dass er sich wahrscheinlich nicht mehr nach Europa bewegen wird, sondern einfach in den Ländern bleibt, wo es legal ist und dementsprechend auch nicht dafür verhaftet wird. Er kann Jakob Sporenfiedler nicht mehr verhaften. Der langjährige Polizeiermittler John McLaughlin hat die National Crime Agency verlassen. Über den Kampf gegen Dopingdealer macht er sich keine Illusionen. Die Zeiten, in denen man mit einer Schrotflinte eine Bank überfiel, sind vorbei. Heute sitzen schlaue Jungs in Mumbai und haben Leute überall auf der Welt. Sie verdienen eine Menge Geld. Ihr Risiko, ins Gefängnis zu kommen, sehr gering. Und so werden weiter weltweit gefährliche Substanzen millionenfach produziert. An Kunden im Sport rund um den Globus geliefert. Dem Jakob Sporenfiedler, dem ist das, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er das, den Braten gerochen hat, dem ist das einfach egal, weil er sich da sehr sicher fühlt. Sie machen den Sport und viele Menschen kaputt. Ja, okay, gut. So, herzlichen Glückwunsch. Was haben wir gelernt aus dieser Doku? Es wurde tatsächlich sehr gut recherchiert. Es wurde nicht so viel Blödsinn erzählt. Es wurden ein paar Aussagen von mir aus dem Kontext gerissen, aber auch das hielt sich eigentlich in Grenzen, weil im Endeffekt haben sie schon den Part drin gelassen, wo ich auf die Risiken von DNP hinweise und ein Tod durch DNP ist wirklich sehr ekelhaft. Ich fand es interessant. Ich wusste das tatsächlich nicht, dass Alpha Pharma immer noch am Markt ist. Ich dachte, die sind inzwischen weg, aber anscheinend sind die immer noch im Business und florierend. Was habt ihr gelernt? Ihr wisst jetzt, wie die aktuelle Alpha Pharma Verpackung aussieht. Ja? Heißt, schaut mal nach, ob ihr Fakes habt. Nee, lasst die Finger von Steroiden. Und wahrscheinlich kriegt der Jakob jetzt noch den einen oder anderen Auftrag durch diese Doku. Alles klar für diesen Promo-Trailer für Alpha Pharma, weil genau das ist es im Endeffekt gewesen. Der Jakob, der wird da wahrscheinlich sitzen, wird sich so denken. Die Idioten, danke schön, dass ihr Werbung für meine Firma gemacht habt. Und in diesem Sinne, passt schön auf euch auf. Aufklärung ist immer besser als ein Verbot bei egal was. In diesem Sinne, reingehauen, lasst ein Abo da, schönen Gruß ans ARD-Team. Nächstes Mal fragt mich einfach, ob ich dazu Stellung beziehen möchte, mache ich nämlich sehr gerne. In diesem Sinne, reingehauen, tschüss, bis zum nächsten Mal.